Du hast sicherlich auch schon mal gehört, dass man im Leben im Moment leben soll. Also mit allen Sinnen immer das wahrnehmen, was jetzt hier gerade ist. Und das ist kein esoterisches Blabla oder kein sonstiges Geschwätz. Das hat eigentlich einen relativ simplen Grund. Und zwar, das Allermeiste in unserem Leben, was wir so in unserer Umgebung sehen, das ist für uns letztlich eine Art Erinnerung, weil wir das alles, was wir tun oder das meiste von dem, was wir tun, eigentlich schon hunderte, tausende Male gemacht haben. Also wir kennen unseren Schrank und wissen, wo da die Kaffeetasse drin ist. Wir kennen Schatzi, wir kennen nicht nur den Namen von Schatzi, wir kennen die Vorzüge und Nachteile, wir kennen eine gemeinsame Geschichte, wir kennen unseren Arbeitsplatz, unsere Kunden, wir kennen den Weg in die Arbeit, meinen wir. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Unser Hirn schaltet im Leben ganz häufig auf Autopilot und sagen, ja, das Leben ist halt so wie immer. Also du fährst auf deinen Weg zur Arbeit, kümmerst dich um deine Kunden mit ihren speziellen Problemen. Du kennst Schatzi schon. Und das führt dazu, dass wir das Denken ausschalten. Wenn wir das Denken ausschalten, also dieses ganz Bewusste, was ist gerade hier im Alltag tatsächlich Sache, dann verlassen wir uns auf unsere Erinnerung von den Dingen und wir gucken nicht mehr, was tatsächlich ist. Und das hat jetzt mehrere negative Konsequenzen. Erstens, wir übersehen, dass ganz viele Dinge, von denen wir meinen, die sind doch so und so, dass die in Wirklichkeit ganz anders sind. Also der Kunde will vielleicht zu einem anderen Lieferanten wechseln. Schatzi hat vielleicht hier und da Probleme mit unserer Beziehung und möchte das nicht äußern. Oder unser Körper sendet Alarmsignale und wir nehmen die nicht wahr, weil wir halt immer schon irgendwie 3 Bier am Abend saufen und den Arsch nicht hochkriegen. Also erstens, wir werden sozusagen blind für das, was wir tatsächlich im Leben vorfinden. Und das Zweite ist, wir beginnen uns so im Leben ein bisschen zu langweilen, weil wir denken, ach, du kennst ja schon alles. Ja, du kennst deine Stadt, kennst deine Ortschaft, kennst deinen Urlaubsort. Alles, ja, du gehst jedes Jahr nach Mallorca, alles wie zu Hause, nur ein bisschen wärmer. Also wir haben immer diese Illusion dessen, dass die Welt eigentlich gleich ist. Warum? Weil unser Gehirn natürlich so aufgebaut ist, dass wir auf eine gewisse Ökonomie schalten müssen. Also wenn wir 2, 3 Dinge mal gemacht haben, dann denken wir, okay, ist ein Muster, so ist es halt. Und dann machen wir das immer weiter. Und der Sinn dabei liegt natürlich darin, wenn jetzt irgendwas Relevantes sich verändert, dann müssen wir unsere Gehirnkapazitäten offen haben für Neues, für Überraschendes. Nur das Blöde dabei ist, dass wir in unserem Leben so diese ganzen Vollkatastrophen wahrscheinlich niemals erleben werden oder nur immer nur ganz wenige Situationen erleben, wo wir wirklich unsere gesamte Hirnkapazität auf Neuigkeiten lenken müssen. Bedeutet, dass wir im Alltag ganz häufig den Eindruck haben, da gibt es nichts Besonderes, da gibt es nichts Besonderes zu entdecken und wir grübeln und wir denken und wir planen und wir machen. Wir sind aber nie wirklich im Moment, wir sind nie wirklich hier und jetzt. Wir nehmen häufig nicht bewusst wahr, was um uns herum tatsächlich geschieht. Also wenn du es hinbekommst, dich öfter auf das zu konzentrieren, was tatsächlich ist, also auf den Moment, auf das Leben so, wie es ist, nicht wie es in deiner Erinnerung ist, weil all das, was du denkst, kenne ich schon, ist zum großen Teil Erinnerung, dann wirst du feststellen, dass es ganz viele reiche Facetten in deinem Leben gibt, dass es ganz viele Erkenntnisse gibt, die du eben noch nicht gewonnen hast in deinem ganz normalen Alltag. Infolgedessen seien wir öfter mal sensibel für den Moment, seien wir offen für das, was ist, nicht für das, was sein sollte oder von dem wir annehmen, dass es immer schon so gewesen ist und immer so bleiben wird. Und dann werden wir feststellen, dass unser ach so grauer Alltag alles andere als Alltag ist, sondern dass jeden Tag, jede Sekunde irgendwas Besonderes passiert, irgendetwas, was unsere Aufmerksamkeit wert ist. Und das sind dann diese Menschen, die sind da, die sind im Moment, die leben jetzt, die haben ein reiches Leben dadurch, weil sie sich all diesen Sinneseindrücken öffnen, die momentan jetzt in ihrem Leben für sie da sind. Also falls auch du manchmal den Eindruck hast, ach, das Leben, das plätschert so ein bisschen dahin oder irgendwie es passiert nichts Spektakuläres oder du grübelst vielleicht, Mensch, war das schon alles, dann achte mal mehr auf den Moment. Sei mehr im Hier und Jetzt, achte mehr auf das, was gerade um dich herum ist. Und dann wirst du feststellen, dass du A, ganz viele neue Dinge tatsächlich lernen kannst aus deinem jetzigen Leben, dass vieles nicht so ist, B, wie du glaubst, dass es ist, und dass du C, sofort ein viel glücklicheres und zufriedeneres Leben führst.